Der Wald ist das Krankenhaus unserer Seele. Das hat ja schon der Pfarrer Kneipp gewusst. Und drum hat er Menschen ausgedehnte Spaziergänge in den Wäldern empfohlen. Heute sage ich euch einen normalen Ingwer-Nolltee, den was man super bei Grippe einsetzen kann. Und der was zusätzlich bei Grippe sehr gut hilft. In Fichten, Tannen oder Kiefernallen hat man Heilmittel gefunden, das was für alle Lungenkrankheiten aller Art hilft. Die Fichte, Tanne oder Kiefer ist ein wunderbarer Baum, denn ihre Nadeln werden große Heilkräfte nachgesagt. Ich hilf an jeden, ob geimpft oder ungeimpft. Wer jetzt schon so blöde war und hat sich da zwangsimpfen lassen, der sollte viel Kiefernolltee trinken. Weil die Kiefer, Tanne oder Fichte ist der Wirkstoff Suramin drin. Und dieser blockiert die Spikes-Proteine im Blut. Die Fichte oder Tanne wirkt schleimlösend, antibakteriell und bei Katarren der oberen Luftwege. Die Wirkung liegt vor allem im Bereich der Lungenerkrankung. Wenn man sich jetzt so einen Tee macht, ist noch wichtig, dass man die Kenntnis hat, dass man die Fichte, Tanne oder Kiefer nicht mit der giftigen Eibe verwechselt. Weil siehst, habt ihr euch einen letzten Tee getrunken. Fichten- oder Tannennadeltee kann bei Bronchitis, Grippe, Husten, Hals- und Lungenerkrankungen angewendet werden. Noch dazu wirken sie durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harn- und schweißtreibend. Und außerdem stecken in Fichten, Kiefern oder Tannennadeln voller Vitamin C. Wie man den Tee jetzt macht daheim und wie man den am besten zubereitet, das zeige ich euch, wenn ich daheim bin. Führt euch dabei. So, ich bin jetzt daheim, habe schon Vorarbeit geleistet und habe da einmal einen Ingwertee gemacht. Den tue ich so 15 Minuten lang aufkochen. Umso länger dass ich ihn aufkoche, umso schärfer wird er. Weil ich es nur mal zeige, das ist die Ingwerwurzel, die besorgt man sich dazu. Und so macht man einen Ingwertee. Also einmal 15 Minuten schön aufkochen, dass er schön scharf wird. So, jetzt geht's weiter. Dann gehe ich her und nehme mir so eine Tanne oder Fichtenast und schneide mir da die ganzen Nadeln in ein Gefäß ein. Also ungefähr so einen guten Teelöffel voll. Mehr braucht man nicht. So, dann kommt da natürlich ein bisschen Wasser dazu, aber nicht zu viel, sondern nur ein bisschen, so dass ich es zermixen kann. Mehr brauche ich nicht, so viel. Dann gehe ich her mit dem Stabmixer. Und mixe das alles. Muss ich hergehen und muss das ausreichen. So, dann. So. Dann tue ich mal da in Ingwertee rein. So, dann kommt als nächstes mal eine Zitrone rein, dazu zum Ingwertee. Die batzen wir ein, einfach so eine halbe Zitrone. So, fertig. Und am Schluss kommt jetzt noch Fichten, Tannen und Kiefernadeln rein, wenn man die so hat. Und ganz am Schluss rühre ich jetzt noch einen Honig rein. Also ich habe einen kalten Honig, mit 12 verschiedenen Heilkräuter, die was alle auf die Lunge gingen. Da habe ich ein Video gemacht im Vorjahr. Da ist rein vom Huflattich bis zur Königskerzen, vom Fichtenwipfelhonig, von den Rosenblüten bis zur Hirschzunge und so weiter. Und das wird alles 6 Wochen lang alle beim Honig angesetzt
und dann angezeigt und im Herbst wird alles zusammengelegt, damit dass ich das ganze Spektrum für die Lunge auch dicht habe. Im Notfall natürlich tut ein normaler Honig genauso auch. So, das kommt jetzt dann noch am Schluss ein. Das rühre ich ein und fertig. Das ist mein Ingwertee. Wenn ich jetzt die Grippe habe oder einen grippalen Effekt oder bin ich gut drauf, dann trinke ich 3, 4, 5 Tassen im Tag. Je nachdem. Schmeckt echt nicht lob. Bisschen scharf, aber er schmeckt gut. So, ich hab's jetzt gesehen, ich kann eine Möglichkeit, ist euch das mit Wasser machen. Weil mich aber die Dummscheißerei nicht jeden Tag interessiert und weil mir ich das auf Vorrat anlegen will, mache ich das mit Schnaps. Und das ist genau das Gleiche. Ich hole mir im Wald Fichten, Tannen und wenn möglich Kiefernolm. Dann schneide ich mir das alles von der Ist mit der Schale ein. Der mag es ruhig halb voll sein. Und dann tue ich es wieder zu mixen mit dem Stabmixer, dass der Wirkstoff schön rausgeht, weil der muss ja rausgehen, sonst geht er nicht raus. Und dann übergieße ich das mit dem 40%igen Wodka. Und dann stehe ich das alles miteinander 6, 7, 8 Wochen lang in die Dunkelheit in einem warmen Raum. Nach 8 Wochen zeige ich das auch und dann hole ich das beste Grippemittel. So, was ich jetzt auch noch sagen wollte. Für die, die was geimpft sind, die können zumindest eine Schadensbegrenzung machen. Weil das mRNA, das bringt sowieso nicht mehr außer. Jetzt lese ich euch was für eine Studie. Es kommt in den Nageln der Kiefern vor, die es in vielen Wäldern auf der ganzen Welt gibt. Suramin hat hemmende Wirkungen gegen Komponenten der Gerinnungskaskade und gegen die unangemessene Replikation und Modifikation von RNA und DNA. Eine übermäßige Gerinnung verursacht Blutgerinnsel, Minigerinnsel, Schlaganfälle und ungewöhnliche starke Menstruationszyklen. Kiefernageltee ist eines der stärksten Antioxidantien, die es gibt. Und es ist bekannt, dass es Krebs, Entzündungen, Stress und Depressionen, Schmerzen und Infektionen der Atemwege behandelt. Kieferntee tötet auch Parasiten ab. Also das ist ein super Mittel für grippale Infekte und auch für Leute, die sie impfen lassen haben, damit das mal Schadensbegrenzung macht und die Spikes-Proteine im Blut blockiert. Also ich habe gesehen, die zwei verschiedene Anwendungen, einmal mit Wasser, wie ich es machen kann, dann hole ich mir im Wald um so einen aus, dann schneide ich den Schief auf und stehe ihn in die Vase rein und kann mir jeden Tag meine Portion anschneiden. Oder die eine Methode ist, da brauche ich nicht lang umscheißen, da mache ich das gleich mit dem Schnaps, schneide mir alles ein und setze mir das an, 6, 7, 8 Wochen in die Dunkelheit, angezeigt und fertig. Und wenn mich die Grippe erwischt, dann trinke ich halt zu meiner Medikation jeden Tag meine 3-4 Tassen Ingwertee dazu. Das ist eine von vielen Möglichkeiten, was ich bei Grippe machen kann. Und die schmeckt gar nicht mal schlecht. Okay, das war's wieder für heute. Viel Erfolg und viert euch alle miteinander. Servus.